Hi Leute, heute geht es mal wieder um den Signalgenerator und ich möchte bei dem jetzt mal die verdächtigsten Kondensatoren tauschen. Die sind in erster Linie die da, die sind damit Wachs verschlossen, das sind sogenannte Papierkondensatoren, da haben wir auch noch zwei, da noch einen, da den Alco, der soll noch passen, aber hier haben wir auch noch einen. Ich versuche jetzt mal die Kondensatoren zu tauschen. Als erstes haben wir hier einen Punkt 1 MFD. Das wäre 0,1 μF, 600 Volt. Und ich glaube, den könnte ich tauschen durch so einen. Der hat hier 0,1 10 630. 630 Volt und 0,1 μF. Dann werde ich mal den tauschen durch den. Okay, den habe ich draußen. Den Punkt 1. Stattdessen einen Punkt 1 eingelötet mit 600 Volt. Dann hier hat 0,02, also 20 NF, 600 Volt. Ich habe hier allerdings nur 10 NF mit 400 Volt jeweils. Ich würde sagen, ich würde den 20 NF gegen zwei 10er mit 400 Volt tauschen. Sollte passen, weil insgesamt die Spannung auf jeden Fall unter 150 Volt ist von dem ganzen Gerät. Okay. Also die 20 NF habe ich zweimal 10 F parallel. Die 100 NF ist klar, ein 100 NF Kondensator mit 600 Volt, zwei 20 NF parallel mit 400 Volt. Also zwei 10er parallel mit 400 Volt auf 20 NF. Und hier bei den 50 NF, da habe ich 200 NF in Reihe. Es sind genau 50 NF. Damit stimmt der Kapazitätswert und der Kapazitätswert. Und ich habe neue modernere Kondensatoren drin. Sogenannte Folienkondensatoren. Das hier, das sind, denke ich mal, Wachs-Metall-Papierkondensatoren. Dann der hier auch. Und den hier habe ich auch gewechselt und da geht wohl das Wachs schon ab. Hier. Ja, ob die noch gut sind, ist eine gute Frage. Okay, ich kann die dann mal aufmachen. Haben wir hier noch zwei Kondensatoren und da muss ich mal einen auslöten. Insgesamt haben wir noch drei. 1, 2 und 3. Und für die muss ich noch Ersatz finden. Und nach den dreien war es das. Ein Seriengleichrichter. Sollte noch funktionieren. Ja, gucken wir mal, was das für Kondensatoren sind. Und hier habe ich noch Kondensatoren, denke ich mal. Die sind irgendwie unbekannt. Dann muss ich mal gucken. Ah, ich sehe gerade Punkt 01, also 1 wäre 1 μF, 0,1 wären 100 Nanofarad und 0,01 wären 10 NF 400 Volt. Da passen die ja, da kann ich ja die verwenden, um die zu ersetzen. So, dann müsste das Ganze jetzt fertig sein. Den Wachs habe ich getauscht durch 10 N Folie, der ging von hier nach Masse. Von hier nach Masse habe ich auch, weil das mit Masse verbunden ist, einen 10N gesetzt. Dann den hier, ein 10NF, von hier nach hier. Dann hier ein Drähtchen zum nächsten 10NF, von hier nach hier. Dann die 20N und die 100N getauscht. So, die kleinen Folienkondensatoren haben eine Spannungsfestigkeit von 400 Volt. Hier kann man es erkennen, 10N 400. 10N 400 Volt, also sollte passen. Die haben eine Spannungsfestigkeit von 600 Volt, das sollte auch passen. Ja, 630 Volt, um genauer zu sein. Okay, dann sollte es das gewesen sein. Bei denen da bin ich mir nicht sicher, ob ich die jetzt drin lasse oder auch tausche, was das ist. Schaut fast nach Folie aus. Mal gucken. Ah, das sind Widerstände. 800 Kiloohm. Okay. Dann kann ich mal mit Ohmmeter messen, ob die 400 Kiloohm dann haben, die beiden. So, jetzt mal testen und es funktioniert. Es ist kein schlechter Kondensator mehr verbaut. Und es funktioniert. Ich bin hier auf 10 MHz, hier auch auf 10 MHz.
mit Modulation, ohne, mit, ohne. Dann AF, In, Out, gut, da tut sich nichts. Ich glaube, da muss ich extern gehen und extern Audio einspeisen. Aber man hört schon, er moduliert. Da kann man die Frequenz Steps und hier kann man die Frequenz einstellen. Jetzt haben wir einen Testsender, der funktioniert. Mit zwei Röhren als aktive Bauelemente. So, dann hier nochmal grob checken, ob alles passt. Ob nichts einen Kurzschluss macht, da scheint alles zu passen. Da ist auch genügend entfernt vom Trikot. Der hier passt auch. Der steht auch schön drin. Alles angelötet, alles passt, alles fest. Ja, staub ich mal wieder zu. Da, jetzt schauen wir uns die alten Kondensatoren mal an. Ich habe den hier, den 0,1er, durch einen zu einem 0,1er getauscht. Und den 0,05er, Punkt 0,5, weil es genau die Hälfte ist von 0,1 durch 2 in Reihe. Wenn man Kondensatoren in Reihe schaltet, dann halbiert sich die Kapazität. Deshalb nehme ich so einen und noch so einen in Reihe schalte. Also in Reihe löte. Ich hole mal noch einen. Also wenn die beiden hier in Reihe sind und ich habe hier 0,1 und 0,1 in Reihe, dann habe ich insgesamt 0,05. Oder wenn ich hier zweimal 100 Nanofarad und 100 Nanofarad habe, beide in Reihe, habe ich 50 Nanofarad. Und 0,05 sind 50 Nanofarad. Warum ich die Kondensatoren getauscht habe, werde ich jetzt mal erklären. Ich messe den Kondensator mal im Ohm-Bereich, also Mega-Ohm-Bereich. Ich stecke hier mal das Multimeter an die beiden Klemmen an. Okay, jetzt habe ich das Multimeter mal dran und ich messe 8,9 Mega-Ohm. 9 Mega-Ohm. Ja, das schwankt immer wieder. Ich habe mal richtig gepolt, Minus auf Minus, Plus auf Plus. Aber die hat ja 9 Mega-Ohm Durchlasswiderstand. Ich kann die Kapazität jetzt auch mal messen von dem. Messen wir mal die Kapazität. Und an Kapazität messen wir viel zu viel, 272 NF. Und obwohl er nur 50 NF haben sollte. 272 NF, das ist viel mehr als er haben soll, als draufsteht. Ja, genauso geht es bei den anderen auch. Wenn ich aber mal einen neuen messe, der hat 100 NF. Also wenn ich den mal messen tue. Mal schauen, dass ich ihn so hinbiegen tue, dass ich ihn einfach messen kann. Einmal hier und einmal hier. Mal schauen. 103, 100 NF, genau. 100 NF stimmt auch. 103,1 NF kann man gelten lassen. Und wenn ich hier auf Mega-Ohm umschalte und jetzt mal den auf Mega-Ohm messe, 40, über 50 Mega-Ohm. So sollte ein Kondensator sein. Und der Kondensator wurde zum Widerstand. Und die anderen Kondensatoren hier wurden auch zum Widerstand. Ich kann die anderen auch mal messen. Also das ist ein neuer 100 NF. Der hat einen Widerstand von gegen unendlich. Auf jeden Fall größer als 50 Megaohm. Und der hier hat jetzt 8, 9 Megaohm Durchlasswiderstand. Was die Schaltung schon beeinflusst. Ich habe hier einen 0,02er. Aber fangen wir mal mit den 10 NF. Ich habe die da, die 0,02, den 20 NF durch 2 parallel getauscht. Und hier die 10 NF. Messen wir mal den Widerstand von dem 10 NF. Was kommt denn bei dem 10 NF raus? 14 Megaohm, 13 Megaohm, 12 Megaohm. Ja, der ist auch zum Widerstand mutiert. Dann der nächste. Wobei ich messe den hier ja nur mit einer sehr kleinen Messspannung vom Multimeter. Also mal den messen. Auch ein 10 NF. Und der hat auch ziemlich viel Kapazität. Also ziemlich viel, er ist auch zum Widerstand geworden. Messen wir mal den 10 NF auf Kapazität. Der soll 10 NF haben. Mal schauen. Und wir haben hier 45 NF. Dann den hier mal messen. Wie viel NF haben wir bei dem?
Die hat auch scheinbar so eine Minusmarkierung links. Also mal messen, wenn ich denn mit dem Multimeter Spitzen, Messspitzen schön drauf komme, weil ich biege die mal gerade. So, mal schauen. 10 NF soll er haben und 65 NF hat er. 66, 67 NF, 68 NF. Dann messen wir mal den hier, den neuen. Der neue wird sich aber als 10 NF wohl messen. Also mal den neuen messen. So, wenn ich den neuen messe, habe ich genau 10,5 NF. Ja, der hat 10 NF. Okay, der hat 10 NF. Und der da, der hat über 60 NF. Obwohl er nur 10 NF haben soll, steht ja auch drauf Punkt 01 MFD 400 Volt. Die hat auch 400 Volt und 10 NF. Aber wenn man vergleicht, das hier ist ein neuer 400 Volt 10 NF Kondi. Der ist echt mini klein. Im Vergleich zu den alten Bauformen, die neuen Kondensatoren sind um einiges kleiner, aber auch besser. Jetzt werde ich den, der 70 NF hat, mal versuchen zu zerlegen. Mal schauen, was da so drin ist. Ups, da ist Wachs. Mal schauen, was ist denn da drin? Ich habe den da gebrochen. Und es ist echt schwer. Da ist viel Wachs drin. Mal schauen. Oh, das schaut aus nach Papier. Schaut nach Papier aus, warte. Ja, das zwickt sich auch, als wäre es feuchter Karton oder feuchtes Papier. Ah, da ist wieder Wachs. Ja. Da ist ein Anschluss. Jetzt haben wir mal das Außen, das Papier abmachen. Es ist ein papierumhüllter Papierkondensator. Ah, das ist der eigentliche Kondensator. Das ist eine Papphülle aus Papier und Wachs. Und das wäre der eigentliche Kondensator. Und das schaut auch aus nach Papierisolation. Und es ist trocken, aber hier, genau, das ist Papier. Das sind papierisolierte Kondensatoren. Mal schauen, ob wir den abwickeln können. Ups, den abzuwickeln, das ist aber nicht so einfach. Das ist ein Wickel aus Papier und wohl Aluminium, Papier und Alufolie. Schauen wir mal, ob wir den abwickeln können. Wickelt man den in die Richtung ab? Ah, hier. Ich reiße den zwar, aber hier ist Alufolie. Also Papier, also eine Lage Papier, dann kommt eine Lage Aluminium, Papier, Aluminium, Papier und wieder Aluminium. Also Papier, Alu, Papier, Alu. Ja, und für 10 NF ist der Wickel doch ganz schön lang. Es ist ganz schön dünn. Ich glaube, das ist somit mit Wachs oder so oder mit irgendeinem Material getränktes Papier. Und zwischen dem Papier ist Alufolie. Sehr dünne Alufolie. Die ist dünner als Alufolie, wo man so im Haushalt hat. Die Alufolie ist dünner. Sehr dünn. Also dünne Alufolie, die mit Papier verwickelt ist. Und die Kondensatoren sind dann halt echt nicht mehr gut, die werden zum Widerstand. Wahrscheinlich wird das Papier hier leitfähig. Ja. Okay, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr solche Kondensatoren in Röhrenradios oder Röhrengeräten habt, solltet ihr sie rausschmeißen und durch neuere Kondensatoren ersetzen, weil die Kondensatoren werden zum Widerstand. Okay.